So, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Ja, heute hatte ich mir mal gedacht, dass wir mal uns ein paar Enten ansehen. Ja, und ich kann euch sogar schon zwei zeigen. Und welche ich damit meine, sind Mediocrity und Insanity. Ja, Insanity können wir eigentlich schon jetzt machen. Null. So, ich gehe mal kurz auf Unlocks. Schauen wir mal kurz, ob ich... Okay, Unlimited Money habe ich off. Dann können wir ja kurz das Mediocrity Ending ansehen. Skip. I'm ready for Mediocrity. Und jetzt werde ich sich vielleicht fragen, wie man Mediocrity bekommt. Das kriegt man, wenn man... Man darf... Das Fast Ring darf nicht hochgehen. Das Fast Ring muss auf 0 bleiben. Dann habt das. Okay, zum Beispiel. Aber wir könnten es kaufen, wir dürfen es einfach nicht aufstellen. So, was könnte man aufstellen? Also zum Beispiel Stage können wir aufstellen. Das hier. Oder halt das Zeug, was du nicht aufstellen musst, was halt schon drin ist. Zack, accept. Accept. Challenge accepted. Zack. Könnte man noch aufstellen. Das hier. Und das. So. And do some shopping. Ja. Ein großer Shopping-Ausflug. Ich könnte vielleicht noch was kaufen. Was kann man denn kaufen? Balloon Bell. Nein! Nicht das Soundball-Pad. So. Also ich habe das Fast Workers noch an. Könnten ja eigentlich noch so einfach diese Single Stage da kaufen. Und ihr könnt auch den Floorplan upgraden. Das Fast Rating muss einfach auf 0 bleiben. Fast Rating muss auf 0 bleiben. Fertig. Okay. Also quasi, du kannst alles kaufen, einfach alles außer das hier. Also das ist, also es in so einem Inventar ist. Also etwas, was du aufstellen musst. Das kannst du zwar schon kaufen, aber du darfst es nicht aufstellen. Das ist das Problem. So. Doch, erste Nacht. Und quasi so müssen wir halt doch die Woche durcharbeiten. Fertig. Animatronics würde ich jetzt auch nicht bergen. Sondern einfach gleich mit Truppen und so Zeug anfangen. Einfach Woche durcharbeiten soll. Ihr müsst auch die Animatronics, wenn ihr es. Ich muss skippen oder muten. Mute das Ding! Bisschen Bupen. Hashtag Bupen for the win oder was? Ich weiß nicht. For clean ovens. Ja, also jetzt auf. Alter, was schmeißt ihr denn da unter? Dass ich irgendwie die Klos entstopfen muss. Schmeißt ihr denn da irgendwie Mathebücher rein, die keinen Bock mehr haben, irgendwie einen Test zu schreiben dazu? Oder keine Mathe-Klausur schreiben wollen oder so? Und wieso muss man hier jeden Tag das Zeug bestellen? Es sind denn da und so wenig Zeug, dass das nur maximal für einen Tag reicht? Getting ill through your first week. There's a big party here Saturday, and you should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Yep. Bankrupt, die zeige ich vielleicht. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect. Thank. Rick! Don't forget Saturday. You want them all to be in. Und ich glaube, wenn du alle vier birgst und halt so die Woche durchmachst, ich glaube, da kriegst du nur das Completion, wenn du so die sechste noch packst. So, total visitors. Und ich glaube, viel Money. 295. Geht. Geht klar. So. Mal kurz das Sponsorship. Ich weiß, ich mache jetzt einfach nur kurz einen Schnelldurchlauf, mal kurz upgraden, den Floorplan. So, gleich mal schauen, was wir uns kaufen könnten. Diese Deluxe-Speaker, auch das hier, Stage, das Traffic Light. Ich habe ernsthaft nicht genug Money? Muss ich mir halt so einen Crap noch kaufen. Als ob das jetzt nicht reicht. So, hier. Haben wir schon die zweite Nacht jetzt. So muss ich eigentlich nur die ganze Nacht oder die ganze Woche im Spiel durcharbeiten. Beim Fan, diese Station da, das Graphic Light, die Stage Lights.
Diese Mega-Speaker. Wieso haben die hier zweimal Lautsprecher? Ernsthaft? Hier immer diese Brust, diese Megateile und diese hier so ganz kleine. Oder diesen Gumball Swivel Hands oder wie auch immer das Teil heißt. Also, ist so eine Art Kaugummi-Automat. Die Paper Pals. Ja, sind auch am Start. Finished. So. Bei Grub, die kann ich euch zeigen. Ich brauche einfach Glück, dass da kein Animatronic in der Nacht ist. Weil du musst, fürs Bankrupt, die musst du so viel kaufen, wie du kannst und das Risiko möglichst hochhauen, hochlegen. Am besten nimmst du kein Sponsorship an, ohne Sponsorship. Meine Taktik war ich immer das, für das Bankrupt, die nicht dieser blödes, nicht kein blödes Sponsorship, sondern Ballpit und Mr. Hux auf die Stage. Not the Stage kaufen, Mr. Hux. Hast du ja 5 Risiko und ab 5 ist, glaube ich, so das Mindeste, ab wann du dann Lawsuit kriegst. Du brauchst ja manchmal ein bisschen Glück. Ich habe es schon mal erwähnt in meinen Videos, dass ich mal das Blacklisted erreichen wollte, aber bleh, da brauchst du Skills, die ich nicht habe. Da braucht man Skills, die ich leider nicht habe. Und so musst du, was musst du nochmal? Glaube ich, pro Tag so 3 Lawsuits haben und für das brauchst du für eben das höchste Risiko, was es gibt. Und kauf nichts, was irgendwie Health and Safety gibt. Sorry, aber ich bin ein bisschen erkältet. Aber das hält mich nicht davon ab, für euch ein nice Video zu machen. Machen wir ein bisschen höher. Nein, ist es nicht. Mein Job ist, den rauszuwerfen. Gott. 85 Besucher, wie viel Geld haben wir eingenommen? Bisschen mehr als 500, okay. Yeah. Jesus, ey, 4 Risiko. Ein Risiko. Mal schauen, was werden alles gerade am Markdown. Buck, Bob, nicht. Hier ist nur das. Das blöde Balloon Barrel Teil da Markdown. Die werden jetzt um den Fünftel. Jetzt kosten die nur noch ein Fünftel vom ganzen Preis. Die kosten ja, also dieses Deluxe, die kosten ja 250, also das Doppelte von denen hier. Fruity Maze, Metamotorist, Gumballs, Wivel Hands. Neon Stage Lights, Sturdy Stage, Sturdy X Stage Extended. Happy Freak Frog. Mr. Happy Hippo. Ned Fred. Nee. Pixter. Nein, oh Gott, nein. Das Gott sei. So, Ball Pit. Kauft man es einfach noch zurück, dass wir irgendwie die nächsten. Zurück. So, endlich mal einen neuen Katalog. By the way, wie könnt ihr upgraden? Ne, jetzt nicht. Ist nachher. Erstmal schon was könnt ihr kaufen. Jesus, ey. Was ist im Hintergrund? Das hier? Jesus, ey. Nein. So. Entertainment und Bonus Revenue, so eine Neon Jukebox. Jukeboxy. Würdet ihr in so einer Pizzeria essen, wo ich so eine Kuh die ganze Zeit immer wieder anguckt? Ich nicht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht heute noch ein Pizzlager-Video für euch aufnehme, aber mal schauen. Ob ich mich jetzt relativ noch schnell ein bisschen erhole. Obwohl gestern war ich einfach wirklich nicht in der Fassung, was aufzunehmen, weil meine Nase war so extrem verstopft. Alter, das wollte ich euch nicht antun. Und meine Nase irgendwie. Ernsthaft, so ein blödes Drecks-Sponsorship. Weg damit. Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt oder nicht. Aber irgendwie habe ich, denke ich, andauernd, je weiter ich in der Nacht voranschreite, desto länger braucht es für die Sponsorships, dass sie abweggehen. Also,
Also die dauern länger, bis du es skippen kannst, also dass es länger dauert. Dass sie länger bleiben, diese blöden Sponsorships. Und by the way, wenn ihr das Completion machen wollt, nehmt kein Sponsorship an. So könnt ihr euch gleich ein Grab schaufeln. Jesus, ey. Ernsthaft. Blöd, Mann. Gott. Was ich irgendwie mal ein gescheites, also halt gutes Aufnahmeprogramm finde für PC, werde ich wahrscheinlich auch mal Alt McCustomer auf dem PC zocken. Da habe ich, by the way, einen Highscore von 8400 Punkten. Höher schaffe ich es aber nicht. Bei Gully. Baby. Die ist echt ein Riesenbaby. Wortwörtlich, die ist riesig. Ich glaube, in Sister Location, da gab es einen Blueprint. Da wurde, glaube ich, gesagt, wie hoch war die? Oder wie groß war die? Ist das so ein bisschen mehr als 2, 3 Meter? Circa so 2 Meter groß war die. Hier kommt sie mir nicht so riesig vor. Aber wahrscheinlich sitzt sie. Genau wie ich. Weg. Achtundachtzig Kunden. Food Revenue, Bonus Revenue. Sind ziemlich mickrige Einnahmen. Aber ich hätte auch Unlimited Money einschalten können dafür. Wollte ich aber gar nicht machen. So, nächstes Sponsorship annehmen. Nächstes Sponsorship. Nächstes. $2.500. Ja. Kann man ja machen, wenn man will. Yeah, Jesus, wollte ich mir nicht verkaufen. So. Jesus, ey. Was würde ich denn noch? Ja, ich wollte mir das holen. Aber zum Glück ist das im Markdown. Alter, wie viel Zeug ist da eigentlich aktuell im Markdown? Ist echt nicht wahrscheinlich. Unavailable. Und by the way, die Pickles. Ich weiß nicht, ob es manchmal glitcht. Aber manchmal kann ich mir die Pickles kaufen, auch wenn ich doch nicht Lefty hab. Weil du musst alles kaufen. Du musst den ganzen, alle Kataloge leer kaufen. Dass du die Pickles kaufen kannst. Pickles. Gurken Happiness. Hä? Ist das hinter die Hauptattraktion von der ganzen blöden Pizzeria? Er gibt für mich jetzt auch keinen Sinn, aber ist doch geil. Sorry. Jesus! Ist da sonst noch einer Markdown? Nee. The Rocks of Freddy. Einer von den Rocks, das und das hier, Mann. Ich könnte es mir kaufen, aber. Hä? Hey. Das ist ja gar nichts mit Risiko. Nee. Warning. Purchasing a bulky item in this condition comes with a slightly risk of something undesirable hiding inside. Ja. Ich sag drin was versteckt. Manche machen das auch so. Ich habe zum Beispiel bei DJ's Surf geguckt. Der hat es einfach für das Blacklisted. Hat der am Anfang nur das Zeug gekauft, das ein minimales Risiko hat. Und dann hat einen Tag durchgemacht. Und hat einfach alles gekauft, was er konnte. Und hat dann quasi, wenn er halt alles gemacht hat, oder halt alles geschafft hat, oder halt, wenn er alles gekauft hat, was irgendwie Markdown ist, oder nee, nicht Markdown, was halt Risiko hat, hat er halt dann nur noch das gekauft, was irgendwie Markdown ist, und es aufgestellt. Jesus, ey. So, Medical Stations, bruh, interessiert keinen Menschen. Braucht die keine Sau. Braucht die keiner. Upgrades. Yeah! Kaufen wir uns auch diese Mega-Stage da, diese Deluxe-Konzert-Stage. Bum! Bum! Diese Star-Curtain-Stage. So, jetzt haben wir diese Mega-Pizza hier. Alter. Wenn man das ein bisschen ändern würde, oder halt diese ganzen Sponsorship-Fahnen da, oder diese. Gott verdammt, wie diese Luftschlangen oder diese halt diese langen Fetzen da. Ein bisschen bearbeiten könnte man daraus irgendwie so super gute Girlanden mit so Männchen machen. Also, wird keinem Menschen auffallen, dass das ein Sponsorship sind. Und das ist dieses. Ach,
Gott sei Dank. Nächste Nacht. By the way, wirklich, wir müssen die ganze Woche durcharbeiten, also im Spiel. Druck, 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 Druck. Ich will hier raus. Da. Wahrscheinlich werde ich, falls ich noch ein Backflip am Video mache, das halt nicht mit Facecam, weil. Mann! Jetzt auf diese. Am Anfang war das Boss eigentlich voll kurz. Aber die werden immer länger. Außer die neuen. Die brauchen nicht so lange. Jetzt brauchen länger, bis du es skippen kannst. Das dauert echt länger. So, place bulbs. Bulbies replace. Ne, replace all these basics. Nein. Okay. Clean ovens. Weg da mit dem blöden Sponsorship. Shh. Läuft dies vielleicht in meinem Raum? Ne, das ist eigentlich nicht da. Bald auf dem Poster. Ich will auch. Wenn er hier drin ist, dass er schlafen kann. Aber der bewegt sich ja mal rum. Ich schalte mal kurz die Ventilation ab. Jesus. Ich hole mir nachher wahrscheinlich ein Taschentuch. Also auf jeden Fall. Ich bin zwar nicht mehr krank, aber. Und ich bin ich aktuell auch noch nicht komplett fit, aber ich bin auf jeden Fall fit genug, um von euch ein Video aufzunehmen. Halt die Schnauze, Henry. Nein, Lefty. Nein! You want them all to be in one place. Ja, toll. Jesus. Wie viel haben wir? 100 Gäste, hätte ich jetzt nicht erwartet. Wie viel Geld? Mann. Psst. Yay! Und ich habe immer noch kommen. Jesus, ey, meine Nase läuft und läuft und läuft. Die will gar nicht mehr aufhören zu laufen. Doch, lauf schon für die. Nee. Kauf mal dich. Ich weiß nicht, ob ich mich genau mit der Pleite gekauft, aber ist mir egal. Hol ich mir doch diese Medical Stage, so kriegt das ein Markdown. Oder? Ja, das ist ein Markdown. Weil die kostet 1200 Dollar. So. So, jetzt haben wir auch diesen riesigen Floor da mit diesen Medical Stations. Wir haben jetzt 29 Atmosphere, 21 Health and Safety, 10 Entertainment und 8 Bonus Revenue. Jesus, ey. Also ich zeige euch jetzt heute mal das Mediocrity und das Insanity. Ich bin hier wahrscheinlich dann auch ziemlich insane, wenn ich noch Bankrupt oder Completion schaffe. Oder Blacklisted. Obwohl, Bankrupt habe ich schon gepackt. Oder ich bin jetzt wahrscheinlich ziemlich insane, wenn ich irgendwie Completion oder... was sag ich da Bankrupt? Die Blacklisted. Wahrscheinlich wechsle ich die dann, weil du für beide Blasts brauchst. Mach die Ventilation ab. Und das Blöde ist, du kannst dich nicht auf die Seite drehen oder halt etwas an- oder ausschalten. Scheiße. Ventilation wieder an. Da ist ja keine Sau da drin. Da ist ja kein Mensch drin. Noch keine Animatronic. Seh dich, drück da auf diesen Teil. Ich drück auch auf irgendwie Ventilation abschalten. Dieses blöde Sponsorship, blockieren wir das? Ich sehe nochmal. Oder Cups. Place Bulbs. Du wirst mich verarschen, oder?
Halt die Schnauze, du blöde Sponsorship. Wieder zu ran. Jesus, ey. Geschafft. Ja, und jetzt haben wir ja keine Sau mehr zum Salvagen. Gehen so die Einnahmen, ich weiß nicht. 900, nee, 1000 Dollar. Geil. Nee, nice. Ja, mehr Geld kann man auch nicht mehr einnehmen. So, ich kaufe jetzt mal noch den Katalog leer. Zurück. Ich kaufe mir einfach noch mal so alles, was in mir nicht Markdown ist. Du bist nicht Markdown, du bist nicht Markdown, du bist nicht Markdown, du bist nicht. Und das war's schon. Ich mach kurz einen Cut und hol mir nichts. So, da bin ich wieder mit frisch geputzter Nase. Und nun können wir dann in die letzte Nacht. Und dann haben wir Mediocrity. Also, was ist das Faulheits-Ending? Gleich mit dem Print anfangen. Print, Print, Print. So. Poop before the win. Also irgendwie geht diese blöden Sponsor-Speicher auf den Sack. Nee, da war's. Falsch, Ding. Echt, nimm nie einen Sponsorspann, weil sonst bist du gleich am Arsch, wenn du in Animatronic bergen willst. Gott! Fick mit dir! Mit der Warzenpasse. Jetzt habe ich ja, im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie... Gott! Sorry, falls ich ein bisschen aggro bin, aber echt, diese Sponsorship nerven. Diese blöden Sponsorships nerven echt jetzt. Jetzt noch die letzten drei. Warte, wie viele Sponsorship? 1, 2. Es fehlt doch dieses Lallys Lallys, dann haben wir es. Aber das ist jetzt Sponsorship gesehen. Aber bitte tauch nicht auf, bitte tauch nicht auf, bitte tauch nicht auf. Wehe, du tauchst auf, du blöde Sponsorship. Wehe, du tauchst auf. Wehe dir. Ne, das ist nicht aufgetaucht. Ja. Und jetzt sollten wir es haben. Yes! Congratulations! You've completed a full week on the job and you've done it in such a lackluster way that no one is proud or disappointed. It's a fine line to walk, but you did it. Your job with such an efficient level of laziness that we're surprised you're able to dress yourself in the morning. While such a minimalist work ethic is rare, it doesn't mean that we want you back. In fact, it means you should look for employment elsewhere. But before you go, take this certificate of mediocrity. You should be proud. You stood on 2 feet and convinced someone that you could do something, when in fact you couldn't. Now get out. Ja, jetzt raus mit dir. So, haben wir Mediocrity geschafft. Ja, das, da muss eine Null stehen, weil sonst kriegst du es nicht. Mach mal gleich, schalte ich gleich Unlocks Unlimited Money auf. Schalte ich das an. New Game. Obwohl, nee. Mach Continue. Können wir ja gleich mal. So, jetzt werde ich noch das blöde Tutorial nochmal anglotzen. Jetzt könnte man den ganzen Katalog leer kaufen, das wird ja eh egal. Zack. Zack, 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 zack. Ist mir egal, was Markdown ist, ich stelle sie eh auf. Zack, zack, zack. Ich bin jetzt mal richtig pervers. Ich finde jetzt echt noch krank. Aber mal alles kaufen. Egg Baby braucht man. Ja, nicht, nicht. Ach komm, läuft die auch noch. Wir kaufen alles. Hä? Aber wieso kann ich mir das? Manchmal ist es ein bisschen buggy, aber. Ist mir egal. Markdown. Was hat denn nochmal. Risk? Ich hab's vergessen. Der Typ. Der hatte sein Risk, Jesus. Das hier hat doch viel Risk. Orville hat Risk.
Der ist ja auch Markdown. Zwei Risiko. Jesus. Wollen wir gleich mal Mediocre Melodies. Ja, yeah, die Frau noch drauf. So, jetzt. Lefty. Neun Risk. Rockstar Freddy. Rockstar Bonnie. Rockstar Chica. Und Rockstar Foxy. Rockstar Samble. Ja, ich weiß, ich bin gerade sehr gestört. Oder ich agiere jetzt gerade ziemlich krank. Oh, Dana drauf. Ja, jetzt haben wir's. Trash scheint die Gang. Versuchen wir mal irgendwie das Risiko so hoch raufzunehmen, dass es irgendwie wirklich nur noch nicht mehr schlimmer werden kann. So, Oral hatte Risk. Music Man hat Risk. Du hast Risk. Du hast Risk. Jetzt können wir hier noch Zeug aufstellen. Der hatte Risk. 4 Risk. Jesus. Wir können hier noch. So, dich brauchen wir. Egg Baby. Das ist der einzige, den wir brauchen. Ball Pit. Das Riesendiscount. Ball Pit. Jesus. 99 Entertainment. Was war denn bitte noch Markdown? Der Clown hier? Nee. Das hier? Nee. Jetzt das war doch Markdown. Hä? Das? Nee. Ich glaube das hier. Nee. Das war sonst gar nichts mehr Markdown. Ich war mir sicher, irgendwas war noch Markdown. Jesus, 110 Entertainment. Schau dir mal das an. Lefty, yeah, Lefty's auf der Stage. Und das hat nur ein Entertainment. So. Jesus, ey. Nee, mach mal einfach Rocks Assemble da drauf, alle Rockstars. So, Markdown, Price King, Jesus. Warte, kann ich mir jetzt die Pickles kaufen? Wenn nicht, dann bedrückt mich das Spiel. Warte. Nee, das war nicht Markdown. Die beiden waren Markdown. Ja, jetzt kann ich es mir kaufen. Tschüss. Was waren das denn doch Markdown? Ja, der Clown hier mit 4. Sonst keiner. Lol. Da glaube ich nichts Markdown, was ich noch gekauft habe. Ne, da war nichts Markdown. Jetzt haben wir Markdown-Zeug und jetzt gehen wir gleich in die Nacht und werden uns das Insanity holen. Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass mich auf einmal jemand noch angreift, aber pff, ich setze da sicher noch ein Audio. So, stimmt, der blöde Clown, der steht ja hier drüben mit Risk. Der ist ziemlich risky. Ja, es ist ziemlich risky, diesen risky Clown auf die in der Risk Pizzeria aufzustellen. Der ist so schlecht, ich weiß. Oh Gott, der war so schlecht, ey. Oh mein Gott, war der schlecht. Lefty. Okay, gleich anfangen. Okay. Was wir auf jeden Fall machen müssen ist. Aus. Dann hier auf den Knopf. Und den PC jetzt wieder anschalten. Und mach. Da, Hammer's. Yes! Und keine Angst, da kommt jetzt keine Sau mehr. Was das ist, weiß ich nicht. Das andere war das Koop aus Sister Location. Small souls trapped in prisons of my making, now set to new purpose, and used in ways I never thought imagined. He lured them all back. Lefty. Luring capsule fuse transport and extract. Playing audio file, Henry.
Da haben wir's. Congratulations. You went somewhere you weren't supposed to go, saw something you weren't supposed to see, and prevented a tidy resolution to a messy problem. Needless to say, you're fired. Ja, du bist gefeuert. But before you go, take this certificate of insanity. We're giving it to you to ensure that no one believes you and to ensure that we can promptly replace you without incident. There is a truck waiting for you outside. Take care. Wir sind nicht wahnsinnig. Die wollen einfach ihre Marke weiterführen und wollen einfach nicht mit dem Verbrechen in Betracht gezogen werden. So. Final Fast Rating Score. Ja. Haben diesen Fall mit dem Fast Rating noch hochgejagt. So, das waren jetzt eigentlich die beiden Enden, die ich euch zeigen wollte. Und zwar Insanity und Mediocrity. Ja. Ich weiß nicht, was wir sonst noch machen könnten, irgendwie. Zum Beispiel vielleicht, wenn ich mal einfach richtig pervers bin, einfach mal richtig krank, versuche ich es vielleicht noch einmal irgendwie die sechste Nacht mit allen Vieren zu schaffen. Weil ich habe es schon mal versucht. Ich war echt immer ziemlich kurz davor. Auf einmal ist dann halt irgendjemand wieder im Lüftungsschacht gewesen. Aber das Blöde ist, ohne Kopfhörer höre ich halt nicht, von woher der Sound kommt. Dann habe ich so wie ein Blödmann rumgeglotzt und auf einmal kam jemand rein. Also echt, ich habe immer so zack, 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 immer so hin und her geguckt. Ich wusste einfach nicht, von woher wer es war oder woher. Das ist das Problem. Aber das Interessante ist bei Rockstar Freddy. Bei Rockstar Freddy oder Freddy war ja allgemein immer so hutschwarz, fliegeschwarz. Aber da seht ihr es ja am Bild, der hat nur diesmal einen lilanen Hut. Haben sie ein bisschen Freddy und Fredbear gemischt oder so. Weil Fredbear war oder Golden Freddy. Wohl, nee, Golden Freddy war auch immer schwarz. Nur Fredbear. Nur Fredbear. Nur Fredbear war lila. Aber es ist jetzt einfach nur ein random Fact am Rande. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Und ich würde dann sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.